Ja, hi, zu diesem Test-Review der Adoro Silent Sticks. Und erstmal spiele ich euch das Schlagzeug hier ganz normal mit normalen Sticks vor, so wie man das kennt. Nur die Snare Drum. Jetzt einmal nur mit den Adoro Silent Sticks und zwar nur die Snare Drum. Nun einmal die Adoro Silent E-Sticks. Sind etwas härter vom Sound, setzen sich ein bisschen mehr durch. Mir persönlich liegt das eigentlich ein bisschen mehr, auch weil die einfach hinten griffiger sind. Aber das ist natürlich einfach Geschmackssache und muss jeder für sich selbst entscheiden. Mit Rimshot. So, und jetzt kommt noch eine Besonderheit, denn es gibt von Adoro auch Silent Bass Drum Beater und die finde ich eigentlich ziemlich cool. Ihr werdet das nachher nochmal sehen, wenn ich das am Akustikset demonstriere. Und zwar bestehen die aus zwei Teilen. Alleine das finde ich schon clever. Hier so, ich sag mal, dieses weiße Klettverschlussding, damit wird er noch leiser und das ist der normale. Jetzt noch einmal zum Vergleich, die normale Bass Drum. Jetzt tausche ich einfach die beiden Schläge miteinander aus. Einmal der mit dem silbernen Schaft hier, der ist ein bisschen kürzer auch. Ohne diesen weißen Noppen vorne, passt mal auf. Hammer, oder? Ich finde das schon krass. Ich spiele mal damit ein Beat. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug hier. So, pass mal auf. Wenn ich jetzt hier dieses weiße kleine Noppenteil noch davor mache, dann wird die Bassdrum noch ein Ticken leiser. Nochmal mit den dünnen Adoro-Sticks. Wie gesagt, ich spiele ganz gerne die Rimshot, weil dann habe ich noch ein bisschen mehr Backbeat. Nehmen wir mal noch einmal den anderen Beater, direkt mit dem kleinen weißen Pömpel davor, sage ich mal. Ne? Hier sieht man es ganz gut.
Und noch einmal im Vergleich dazu. Alleine jetzt hört man es schon. Mit Sticks dabei. Lasse ich mal einfach drin. Ich spiele die Bassdrum einfach leise, aber mit den E-Silent Sticks, wie gesagt, mit dem blauen. Also merkt, ist schon ein Riesenunterschied und gerade wenn man wirklich sehr, sehr leise spielen muss, und vielleicht das nicht sofort in die Tat umsetzen kann, denke ich, dass die Adoro Sticks echt ziemlich helfen können. Also unbedingt mal auschecken. Ihr hört jetzt auch nochmal die Beispiele am kompletten Drumset, wo ich sie erst einmal alleine spiele, mit allen Mikrofonen an, mit den normalen Sticks und dann hinterher nochmal mit den Adoro Silent Sticks. Es ist ungewohnt erst, weil die fühlen sich natürlich ein bisschen anders an. Sie sind leichter, sie geben gerade vorne am Tipp anders nach. Aber ich denke mal, wer wirklich Probleme damit hat, wirklich sehr leise zu spielen, und manchmal gibt es ja auch so, gerade wenn man in einem Orchester spielt und man muss wirklich leise spielen und es geht einfach nicht, kann diese Adoro Silent Sticks oder Adoro Silent Sticks können echt eine Bereicherung sein, weil sie einfach ein anderes Klangbild haben und sie klingen auch anders als Besen oder Hot Rods. We'll be right back.